Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe, Deluxe, was auch immer. Und wir machen gleich weiter mit dem Grand Prix 150er. Aber nicht diese Bolide, sondern mit dem einfach ganz einfach Standard. Hier. Und zwar jetzt den Sterncup. Ich sollte lieber meine Klappe halten. Okay. Aus dem Weg. Ich muss hier durch. Ah, schön hupen immer. So auf den Sack gehen. Mit diesem Klingeln. Habe ich jetzt kein Item bekommen? Wieso nicht? Ich liebe diese Strecke, den Sonnenflughafen, glaube ich, ist der. Ich liebe das einfach. Oh, finde ich die toll. Oh, jetzt genau durch die Mitte, wo ich kein Item dann kriege. Auch ganz toll. Da hört man ja manchmal Booms. Ja, aber nur wenn man den Kissen will, dann kommt man irgendwann nicht mal ein Pilz raus. Oder auch mal ein Panzer. Das war auch mal. Und darf man eigentlich auf dem Flughafen Rennen fahren? Das ist bestimmt alles illegal. Ja, super, ganz toll. Ich freue mich natürlich darauf. Hey, wer ist denn jetzt vor mir? Die scheiß Bewohnerin. Na, warte. Das gibt zurück. Was will denn jetzt Rosalina? Die soll sich hier nicht einmischen. Oh, ich bin zum Glück nicht getroffen. Ist ja selber schuld. Das ist ein Pilz, den wir haben. Hab den Pilz gehabt. Was soll ich denn mit einer Münze? Die bringen mir doch eigentlich nicht viel. Toll, jetzt habe ich nicht mehr diesen Beschleunigungsstreifen gekriegt. Oh mein Gott. Ja toll. Och nee, Rosalina, versau mir jetzt nicht. Nein! Nein, mein erster Platz. Mein zweiter... Oh. Was soll denn die Scheiße? Ich war auf dem ersten Platz und dann wurde ich total verarscht. Eigentlich hätte ich ja durch. Eigentlich hätte ich das noch gewonnen wahrscheinlich. Am ersten Platz. Aber nein, da kam noch eine rote von wahrscheinlich von der Bewohnerin. Und jetzt hat die mich auch überholt. Ich könnte mich aufregen darüber. Eigentlich wollte ich das alles ein Stück aufnehmen, also an die Cops, aber jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. So, oh, jetzt ist Daisy. Jetzt ist Daisy mein Problem. Nee, Baby Daisy. Baby Daisy ist das. Oh Gott, die hat eine Banane. Oh, scheiße. Oh, ne, oh, ich bin auch abgeblieben. Ich mag die Strecke irgendwie. Sehen, diese rote kann mir nichts anhaben. Ich habe gedacht, ich fahre jetzt in die Banane rein. Aber nee. Nein. Wieso ich? Ich bin doch jetzt noch zweiter Platz. Jetzt bin ich dritter. Also jetzt können wir hier, können wir den Stachel in nix. Es wäre es doch, wenn die Stachel nur an menschlichen
Spielern angreifen. Was letzter Platz, man kriegt selbst einen Stachel, wird davon selbst angegriffen. Das wär's doch mal. Nehme ich eigentlich immer das hier. Habe ich sonst nie gemacht. Ja, jetzt genau kommt ein Stachel. Dann kann mir ruhig der Vorfall. Ist ja gut, ihr braucht euch ja nicht so aufregen, nur weil ich jetzt mal Rosalina den Stachel gegeben habe. Scheiße, scheiße, nein, was mache ich denn für eine Scheiße? Och, ich bin doch, was soll das? Wir sind vor mir, Baby Daisy? Die überhole ich auch noch. Mit dem Dings hier. Was will die Bewohnerin jetzt? Sie soll mich mal bitte in Ruhe lassen. Ich möchte jetzt gerne erster Platz werden. Oh mein Gott. Du, 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 du. Ja, genau. Kommt noch eine? Soll ich jetzt auch nochmal? Dann bin ich ja Fünfter. Habe ich jetzt nach hinten gemacht? Ich glaube es nicht. Komm, erreicht die doch noch. Komm, überhol sie. Ja, ich habe sie doch überholt. Ich habe sie doch überholt. Ich habe gewonnen. Ja, ja, ja. Aber das war erst das Zweite. Kann das nicht vorbei sein? Ich krieg zwar keine drei Sterne, aber vielleicht einen. Dann wenigstens ein Goldpokal, das reicht mir eigentlich auch. Boah, ich hatte gerade Angst, dass ich das Mikro nicht drauf hatte. Ey, wäre das passiert, dann wäre ich ausgerastet. Müsste ich die ganze Scheiße nochmal von vorne machen. Und zwar alle drei Cups. Also mit dem drei. Würde ich alles nochmal machen. Aber ich hoffe, ich habe das richtige Mikro ausgewählt, weil irgendwie heißen. Da war noch, glaube ich, wahrscheinlich so, wenn man kein richtiges Mikro hat, sondern es war noch so was anderes. Sie hießen beide gleich. Ich habe mich das Richtige ausgewählt. Das bin ich scheiße dann. Aber werde ich ja dann merken. Weil bei Super Mario 3D World, da habe ich irgendwie das Falsche gehabt. Und dann hat er das nicht aufgenommen. Also dann war das halt scheiße. Ich hätte mal kaum verstanden. Die Kuckenfalle ist eigentlich total Mist eigentlich schon eh, aber das, da war ja nicht mal das Mikro. Also, es ging ja, es geht ja noch ein bisschen. Also, es gibt schon schlechtere. Aber ja. Ich kaufe einfach irgendwann mal ein gutes Mikro. Dann, ja. Dann ist es vielleicht auch besser. Oh, die hat mich zum Glück nicht getroffen. Bitte. Nein, nicht die. Die ist trotzdem noch getroffen. Komm, jetzt nur noch erster Platz. Das andere Rennen dann auch noch und dann bin ich glücklich. Dann kann ich ruhig aufhören und aufnehmen. Ach, was soll ich mit der Münze? Scheiße, mir gerade was. Ich muss kurz. Ich kann mich auch nicht konzentrieren. Das war irgendwie. Ja, mein Kopf war das nicht. Das war. An meinem Arm. Das hat total gejuckt. Mensch. Was kommt als nächstes? Aber durch diese zwei Items ist das Spiel viel unfairer gewesen. Da kommen mehr Stachis, mehr Blitze. Also, wenn Mario Kart 9 überhaupt nicht kommt, dann bitte wird das vielleicht ein bisschen abgeschert. Also, das ist ja ein bisschen scheiße, was hier abgeht mit denen. Vor allem, warum bin ich Dritter? Wer ist denn vor Rosalina, bitte? Ach, die Bewohnerin! Nee, Baby Daisy ist das. Ich hab mir doch die Bewohner.
wollt mich doch alle verarschen. Das ist doch nicht. Nee, ey, das ist doch. Oh. Vierter Platz, bitte, ist da noch dritter Platz drinne. Was ist mit der Bewohnerin passiert? Die ist halt so abgerutscht. 28 Punkte nur. Tja. Das ist doch jetzt scheiße. Aber warum bin ich wieder übersprungen? Oh, ich bin jetzt anders gefühlt. Ich muss mich danken, dass ich nicht mehr springe. Die Wagenabfahrt mag ich eigentlich. Vor allem, wenn man aus so einem Flugzeug da springt. Das ist, finde ich, mega geil. Meine Güte, was ist denn das jetzt? Und warum hat mich ja eigentlich gerade keiner überholt? Obwohl ich da gerade war. Die wollte bestimmt mich treffen, die Bewohnerin. Haben wahrscheinlich alle zusammengeschlossen. Und gegen mich, den menschlichen, das einzige menschliche Lebewesen, was es hier gerade ist, zu vernichten. Und warum mit kein Item? Das ist doch voll die Verarsche. Ich habe bei Mario Kart 8 eigentlich sehr spät angefangen zu spielen, weil ich sehr spät eine Wii U bekommen habe. Das war. Ich wollte immer eine haben, aber. Dann 2016 war es soweit. Ein bisschen spät. Ein Monat später? Wirklich ein Monat? War denn der Zeitpunkt gekommen, wo sie die Switch vorgestellt haben? Ich mir gedacht. Ah, toll, jetzt haben die das eigentlich so gemacht. Super. Und dann war ich nicht abgefuckt. Die wollte ich mir jetzt erst gar nicht kaufen, so aus Wut. Aber dann habe ich mir den zu Release am 3. März habe ich mir den doch gekauft, weil das ist eine mega coole Konsole und das kann ich sonst hier das nicht spielen. Komm, ich will jetzt noch Erster werden. Ob die jetzt nicht so verkacken, jetzt ist doch nee. Ja, ich habe mir aber dann total drauf gefreut, als die Switch kam. Ich bin extra einen Tag noch vorher zu gucken. Die standen sogar. Ich glaube, es war ein Saturn oder so. Die standen da sogar. Aber der hat gesagt, dürfen wir nicht rausgehen, sonst kriegen wir Stress mit Nintendo. Kommt die Nintendo-Polizei. Ja. Dann bin ich enttäuscht. Nach Hause gegangen. Aber dann. Dann. Oh mein Gott, bin ich noch knapp Erster geworden. Ein Punkt, Alter. Was mit der Bewohnerin passiert? 38. Ein Disco drum, wo ich nur Vierter? Ja, stimmt, der wird total verarscht danach, ja. Glaub ich so. Ah, beim Sonnenflug kam, wo ich auch total verarscht. Ah, das war knapp, aber ich hab Goldpokal. Ich hatte gerade überall Goldpokal. Yippie, 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 yippie. Kein Fahrzeug freigeschaltet? Das finde ich natürlich jetzt kacke. Ich kann mal gucken, möchte das, wie viele Münzen ich habe. Ich glaube, bei 600 kann man das Rennbike. Ich weiß es aber nicht. Wie habe ich gefahrene Strecken? So. Ich bin eigentlich auch in Niederlagen. Stand beim Mad Market schon. Nakito-Rettungen, Sprung-Turbos, Ultra-Mini-Turbos, Super-Mini-Turbos, Mini-Turbos, Drifts, 2102. Online-Spiel, ja, habe ich noch nicht viel. Partien gegen Freunde, 0 in Turnieren, 2, was? Ups. Lokales Spiel habe ich noch gar nicht gemacht.
Naja. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Das war's erstmal mit einer Folge von Market 8 Deluxe, was auch immer. Ich wünsche noch einen schönen Tag.